Guten Abend miteinander, recht herzlich willkommen zur zweiten Rahmenhandlung hier in Bad Ragaz, einem unkonventionellen Festival, das Literatur und Musik vereint. Die Rahmenhandlung, genau, für einen Außenstehender, wo das nicht kennt, kannst du das erklären? Die Rahmenhandlung ist ein Literaturfestival, das sich über 13 verschiedene Lokalitäten in Bad Ragaz erstreckt. Und zwar suchen wir oder haben wir zusammengestellt außergewöhnliche Räumlichkeiten. Das sind 8 im Dorf und 5 hier im Grand Resort. Wir befinden uns gerade im Grand Resort, dem 5-Sterne-Hotel, das schweizweit bekannt ist. Und was sind so die Kriterien, nachdem du die Lokalitäten auswählst? Also erst muss ich sagen, ich wähle sie nicht selber aus, das ist ein Organisationskomitee. Da ist Silvio, der hier neben mir sitzt, und die Sabine vom Buchladen Bad Ragaz. Wir wählen sie quasi zusammen aus, aber eigentlich initiiert wird es von der Sabine. Und die Idee dahinter ist, Außergewöhnliches zu zeigen. Also wir haben zum Beispiel das Teehaus Liu, das es neuerdings in Bad Ragaz gibt, mit einbezogen. Das ist ein chinesisches Teehaus, also man muss sagen, ein asiatisches Teehaus. Wir haben die Wäscherei des Altersheim dabei, wir haben das alte Rathaus mit dabei, wir haben so ein ganzes Potpourri an Räumen, die man sonst eigentlich gar nicht sieht oder in die man gar nicht geht oder hineinkommt. Wie zum Beispiel jetzt hier im Grand Resort nicht nur Luxussuiten, sondern zum Beispiel auch den Estrich. Zu Fuß umgehen wir die Straßensperre weiträumig und stapfen durch die Trümmer im Feld. Die Polizei beachtet uns nicht, denn das Chaos ist zu groß. Von der Straße aus winken uns junge Männer auf Motorrädern zu. Und der Deal ist schnell gemacht. Die Eltern teilen sich einen Rücksitz, mein Team und ich verteilen Kameraausrüstung, Stativ und Rucksäcke auf 3 weitere Motorräder. Je schneller sie ihr Dorf erreichen, desto größer sei die Chance, ihren Sohn noch lebend zu finden, sagt mir der Vater, Heng Chong. Auf 4 Motorrädern fahren wir los. Es ist eine Reise ins Ungewisse. Je weiter wir in den Landkreis Blitzschwan vordringen, desto schwieriger ist es, durchzukommen. Tausende von Soldaten sind im Einsatz. Sie räumen die Trümmer von der Straße und versuchen, Überlebende zu finden, doch die meisten Menschen, die sie bergen, sind tot. Kannst du noch was zu der Entstehung des Events erzählen? Wie das angefangen? Die Rahmenhandlung ist ein Konzept, das eigentlich während der Pandemie entstanden ist. Und zwar im August 2020, zu dem Zeitpunkt, wo gar nichts mehr ging, also wo alles dicht war. Die Theater waren dicht, die Clubs waren dicht, das Kino war dicht. Haben wir beschlossen, wir machen bei mir die Türen und Fenster auf. Das heißt, wir haben Lesungen veranstaltet bei mir in der Waschküche, im Schlafzimmer, in der Bibliothek und in der Wohnstube. Und wenn man sich erinnern mag, zugelassen waren nur immer 10 Personen. Also wir haben in jedem Raum 10 Personen hineingelassen und nach 20 Minuten haben wir rotiert. Also die haben quasi dann eine Rotation vorgenommen, sodass alle 20 Minuten in einem anderen Raum eine Lesung stattfand. Und wie kam es dazu, dass das Event jetzt nach Bad Ragaz gekommen ist? Weil wir einfach weitergemacht haben. Die Rahmenhandlung in Zürich gibt es nach wie vor. Die findet bei mir zu Hause nach wie vor statt. Und Silvio hat uns besucht. Silvio ist mein langjähriger Partner hier in der Ostschweiz. Und er fand, hey, das ist eine tolle Sache. Erzähl du.
Ja, also ich bin Zürich, Rahmenhandlung von Malon. Und Ragaz hat in dieser Region da eine kulturelle Ausstrahlung und hat gefunden, das könnte man in Ragaz auch machen. Einfach halt in einem anderen Format, über das ganze Dorf. Und so ist das entstanden. Du organisierst die Lokalitäten hier in der Region? Nein, ich bin Partner von Malon da und hat Sabine aufs Boot geholt, andere Partner aufs Boot geholt und mitgewirkt bei Lokalitäten finden. Aber wie er gesagt hat, wir sind ein Organisationskomitee. Und am Schluss ist das so, es finden. Jeder gibt seine Inputs und dann schaut man mit den Leuten, haben sie Platz, haben die Gruppen Platz, macht Sinn. Und so entsteht das. Es ist nicht nach einem Skript vorgeschlagen. Du gehst, also eigentlich, ich rede auch Schweizerdeutsch. Du gehst eigentlich von einer Idee aus, oder wie bespielt man Räume? Und nachher nimmt sich der Silvio und Sabine Zeit, mit diversen Leuten zu reden und abzuklären, was überhaupt frei wäre oder was gehen würde. Also was wir jetzt zum zweiten Mal bespielen, ist die Garage von der Familie Tut. Und dort haben wir natürlich die Familie müssen fragen, stellt ihr uns eure Garage zur Verfügung? Ja, die Schreinerei vom Urs. Ja. Kumpfermann, wo eigentlich geschaffen wird, oder? Und sie einfach ihre Lokalität umbauen mit Tisch und Kerzen und Dekoration, dass man den Event kann umsetzen kann. Also es ist eine praktische Frage, aber auch eine Stimmungsfrage. Also muss eine Stimmung herkommen in diesem Raum. Und es ist spannend, ist der Kontrast, wo so ein alltäglicher Raum oder ein außergewöhnlicher Raum, wo man sonst nicht herkommt, gibt. Zusammen mit so einer Lesung, die sonst eigentlich stattfindet in einer Bibliothek oder in einem grösseren Saal. Also jetzt gerade bei der Schreinerei, ich meine, da ist man mitten in der Werkstatt, man ist umringt von irgendwelchen Maschinen. Und dort bauen wir dann einen Tisch auf, dort die Liste ein und vorne dran ist gestuhlt und du bist wirklich in dieser Umgebung, es schmeckt nach Sägemehl und man liest eine Geschichte vor. Und das ist super speziell und es hat eine total eigene Atmosphäre und davon lebt es. Genauso wie in der Wäscherei vom Altersheim. Also man sitzt zwischen den riesigen Wäschtrommeln und es gibt Kleiderbügel mit ganz vielen Kleidern und Sachen. Und das sind Kleider von den alten Leuten, die in dem Haus wohnen. Und man hockt irgendwo dazwischen und liest eine Geschichte. Das hat eine ganz eigene Magie und eine ganz eigene Atmosphäre. Und spielt die Auswahl der Geschichten und der Zusammenhang mit der Lokalität noch eine Rolle? Ich weiß nicht, ob das nur mir heute so vorkam, aber heute waren sehr so kritische, sozialkritische, geopolitische, kritische Themen im Kontrast mit dem Grand Hotel. Spielt das eine Rolle? Ja, nein. Also es ist eigentlich der Lesende überlassen, ob sie auf den Raum eingehen wollen. Gewisse gehen auf den Raum ein. Also es gibt ganz viele Themen, die man in den Räumen behandeln kann. Und andere wiederum nicht, weil je nach Autorin und Autor kann man natürlich nur auf das zurückgreifen, was die Leute geschrieben haben. Also wenn jetzt jemand in der Victor Hugo Lounge auftritt, da im Grand Resort, wo eigentlich eine Zigarren-Lounge ist, und er hat keinen Text zum Thema Rauchen oder Zigarren, dann darf er trotzdem auftreten und seinen persönlichen eigenen Text zum Besten geben. Wie wählst du die Autoren aus? Das ist ein ganzes System von Empfehlungen, Leuten, die wir kennen, Leuten, die wir schon erlebt haben, die wir lässig finden, die wir wissen, die lesen es gut. Wir tun uns auch mit der Sabine Lob austauschen vom Buch Ladragatz. Sie gibt uns Empfehlungen. Dann ist Anita Nägele bei uns im OK und Anita Nägele schafft im HR von Moril Füssli und sie hat sehr viele Lesungen. Also wir tun uns ein bisschen orientieren, was ist rum, wer liest gut, wer neue Bücher draussen, wer ist schon bei uns auftreten und dann entsteht das. Es ist auch wichtig, dass man einen Ausgleich hat zwischen regionalen Autoren und schweizweit bekannten Autoren. Genau. Oder, ja, einfach, dass man eine gute Mischung hat. Es gibt in der Region recht viele Leute, die lässig schreiben, wie Gisela Salge, wie Tom Zay, wie Talis Gabatulla, der jetzt nicht dabei ist, bitte das mal. Laura Vogt kommt mir gerade in den Sinn, wo es aber nicht gut ist aus St. Gallen, aber trotzdem kann man nur sagen, es ist eine Region. Aber ganz viele aus dem Liechtenstein auch, die bei uns auftreten. Das sind ganze vier Autorinnen aus dem Liechtenstein, die das mal mitmachen. Vom Armin Öhrig über Janet Blank bis zu Doris Büchel. Und es geht wirklich auch um darauf aufmerksam machen, dass das ein Beruf ist, dass das etwas ist, was hier in der Region stattfindet. Wir wollen die Leute animieren, die Leute kennenzulernen, ihre Arbeiten kennenzulernen und mit ihnen und uns im Austausch zu sein.
Fräulein Rottenmeier, eine Wanduhr tickt. Es ist schon spät. Ein letzter Blick streift die Bibliothek. Das Fräulein trägt aufrecht und in sich gekehrt die Oberaufsicht und das Nagelkissen nach einem dicht gestickten langen Stundentag in ihre kalte Kammer, legt die Stacheln zusammen mit dem steifen Kragen und dem Korsett aufs Kirschbaumbett. In Frankfurt fällt der Mond durchs Fenster. Ein scharfer weißer Strich auf Fräulein Rottmeyers Gesicht. Sie löst die Kuppe auf dem Kopf und schluckt ein Gähnen. Der Turm aus Haar zerfällt zum schwarzen Meer, durchsetzt mit weißen Strähnen. Lebertran liegt in der Luft, der Duft von Wollblumentee und Tinte. Einsamkeit in Eigenregie ist das respektierte Los der Gouvernante. An der Tischkante ruht auf einem knitterfreien Taschentuch Fräulein Rottenmeyers Tagebuch. Memoiren einer Tochter aus gelehrtem Schoß. Autonom, ungebunden, mittellos. Makellose Protokolle einer Fremden und Gesandten zwischen Küche und Salon. Der Tresor eingefrorener Träume von Küssen und Coutillons. Zeugnisse kleiner Risse im spröden Herz wie Spalten in Tassen, was Hänseleien und Spott halt so hinterlassen. Der stille Sonntag, Treue, Redlichkeit und Drill als Gebot, Bestimmung, täglich Brot. Fräulein Rottenmeier greift zur Rettungsfeder, kniet im offenen Beinkleid nieder zum Gebet. Sie schreibt: Lieb mich, o Herr, im Himmel, bewahre mich vor Mangel und vor Schimmel, vor Kummer und vor wilden Schweizer Kindern, vor reichen Gören und häuslichen Malören. Und bitte, bitte, lieber Gott, nässe mir heute Nacht die Lenden und lass mich im Alter nicht im Armenhaus verenden. Eine Wanduhr tickt, das Tafelsilber oxidiert, der Rücken zwickt. Der Mond sieht die Gouvernante wie hypnotisiert ihre Sätze spinnen, die mittleren Jahre verrinnen. Zur bleiernen Stunde steigt Fräulein Rottenmeier ins Bett. Sie geht zur Ruhe und deckt ihr Kapital, den Intellekt, mit einem Laken zu. Der Traum neckt glänzend die geschlossenen Lider. Wieder jede Grenze tanzen hinter verblassenden Gardinen emanzipierte Gespenster in rauschenden Röcken und ohne Gatten werfen drohende Schatten in dem Haus der Sesemanns. Lebertran liegt in der Luft der Duft von Wollblumentee und Tinte. Einsamkeit in Eigenregie ist das respektierte Los der Gouvernante. Wie siehst du das mit den modernen Unterhaltungsmedien? Sind die dafür verantwortlich, dass das Buch verdrängt wird, oder hat das Buch noch seine Daseinsberechtigung? Also es ist crazy, seit der Pandemie boomt das Buch. Warren Füssli macht ein neues Buch und nach dem nächsten auf. Also Buchanliegen sind gerade irgendwie etwas, wo gedeiht und überall neu aufgeht. Und welche Gründe siehst du da? Wie wir in der Pandemie ganz viel Zeit gehabt und Bücher gelesen. Findet da ein Wandel statt jetzt? Ja, offensichtlich. Interessant. Wie bist du noch darauf gekommen, jetzt Musik in das Festival zu integrieren? Das ist so, wie der Silvio uns kennengelernt haben. Wir kommen beide aus dem Musikbusiness. Und wir haben zusammen zuerst Partys und Konzerte umgesetzt, bevor wir dann uns dazu entschieden haben, eine Lesung anzubieten und den Paco ins Leben zu werfen. Es hat sehr viel Gemeinsames. Am Schluss ist es Kunst. Ja. Ich mache noch Gastronomie und ich finde Gastronomie, Kunst, Literatur. Am Schluss fesselt es Menschen irgendetwas, der Gedanke vom Wort, vom Bild, vom Ton. Und es hat sehr viel Gemeinsames, darum würde ich das, ja, gehört zusammen. Ja, finde ich auch. Und ist es noch ein guter Abschluss
so ein Konzert, ja, um auch die Menschen zusammenzubringen und für Diskussionen anzuregen, oder? Unter Umständen ist die Musik ein bisschen lockerer zum Aufnehmen als das Vorgelesene. Und ich kann dann ein easier Setting geben, wo man noch ein bisschen miteinander redet und Büchertisch kann anschauen kann, als wenn man einfach nur dort hockt und zulässt. Das ist vielleicht ein bisschen lockerer Abschluss zu dieser ganzen Veranstaltung. Next time before your ride is coming, don't